Die 12 Tore zur himmlischen Stadt. Tor 6. Das Sada-Tor. Hat uns das fünfte Tor das Geheimnis der tätigen, göttlichen, artrein und vollendenden Minne erschlossen, so führt uns das sechste Tor in seinem an kristallklares Meereswasser erinnernden Perlenglanz zu der Erkenntnis, dass allein aufgrund der artbewussten, auslesenden und göttlichen Minne ein wahres Dien möglich ist, in dem bereits die Fülle künftigen Glückes beschlossen liegt. Der diesem Tore entsprechende Grund besteht aus einem Sada, und nicht zufällig oder umsonst klingt die Kunde dieses Edelsteines an die des Sadonyx bei dem fünften Tore der himmlischen Stadt an. Das Heil der Vollendung und Schönheit liegt in der lebendigen Rechtswahrung Gottes. Wille und Tat aus diesem Urquell sind die Voraussetzung für die völlige Vereinigung mit dem ewigen Leben aus Sieg Vater. Die größten Genies wie Shakespeare, Schiller, Kleist, Richard Wagner und weitere, als die Vertreter und Verkünder arieräuscher Rassenmystik, lassen es auch mit aller Klarheit und Deutlichkeit erkennen, dass nur ein Lebenswerk in dem Sinne der höchsten und darum artrein Minne zur leuchtendsten Erkenntnis und Weisheit führt. Darum ist die Betätigung der Minne in der artrein Zeugung ein heiliges göttliches Geheimnis. Sie kann ausnahmslos nur innerhalb der Artordnung erfolgen. Wenn Siegvaters Wille zum Glück in und an uns und unseren Nachkommen sich erfüllen soll. Je artbewusster die Minne des arieräuschen Menschen ist, desto idealer und geistig-seelischer muss sie sein. Und das allein ist die wahre Keuschheit. Unkeuschheit ist demnach allzeit und überall niedere, sklavenhafte, geschlechtlich brutale Artbewusstlosigkeit. Ein untrügliches Merkmal eigentlichen Niederrassentums. Sie hat mit der rechten Minne gar nichts zu tun, da sie als Werkzeug schandalischer Seelenartung nur sich selber zu berücksichtigen versteht und des anderen Teiles nur als Mittel zum Zweck rein tiermenschlich gemeiner Begierden gedenkt. Wo aber die Vereinigung seelenlos niederrassig, also in Wahrheit ärgste Gotteslästerung ist, sind die Kinder dementsprechend hässlich, zerstörerisch, selbstsüchtig und satanisch. Auf Sumpfboden gedeihen keine Reben. Wie Gott als Siegvater alles Lebende durch immer lichtere Veradelung und Vervollkommnung als Folge göttlich durch geistigter Empfindungswelt zu sich heranziehen will, um auf diese allein mögliche Art alles Leben in sich zu vereinigen, unter völliger Wahrung der besonderen einzelnen Ichheit, wie Christus Frau Yahara-Hari sozusagen als ein ungeheurer geistiger Magnet wirkt, auf alles wahrhaft echte, edle und heldische, so zieht auch die von ihm dem Menschen verliehene göttliche Schöpferkraft schon bei den leisesten Regungen artreiner, edler und gottgewollter Minne oder unedler, vermischungssüchtiger und dämonischer Nur-Geschlechtlichkeit Wesen zur Wiederverkörperung an, die den betreffenden Menschen völlig ähnlich sind. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen, ein schlechter natürlich, aber ebenso wenig gute. Welch ein erschütternder Ernst liegt in den Dichterworten meines verstorbenen Freundes, des Galden Philipp Stauf, die er über der Geschlechtertod oder über den Geschlechtertod in seiner herrlichen Liedersammlung »Meine geistig-seelische Welt« spricht, in Worten, die selbst einen Uhland zur Ehre gereichen würden. Da helfen keine gelehrten Possen, wie er auch die Vernunft verzerrt. Die Ehe ist nicht im Himmel geschlossen, die Gottes Segen den Weg versperrt. Kein Flöten hilft und kein Schal mein, der Selbstzucht tönt das Donnerwort. Einst werdet ihr nach Zukunft schreien, und eure Zukunft ist von dort. Nie können Geschlechter neu genesen, wenn so ihr den Weg zur Tiefe weist. Sie sind zur Vernichtung auserlesen, durch Frevel an Gottes Schöpfergeist.
Kennt ihr des Geistes ewig ringen? Seht ihr nicht leuchten, sein Halsgebot, den Baum, der sich weigert, Frucht zu bringen? Haut ab, denn er ist dürr und tot. Aus diesem Grunde muss schandalisch seelenlose Lüsternheit immer zerstörerisch und diabolisch sein. Daher ist vermischungssüchtige Unzucht der typische Ausdruck niederer und darum artbewusstloser Seelenartung. Aus dieser schmutzigen und sumpfigen Tiefe führt einzig die Hochzucht allein zu den sonnigen Höhen des Lebens. Sie ist der Ausdruck der lebendigen Artordnung Siegvaters, die enthalten ist in dem Worte, das mit dem 11. und 12. Tore in Verbindung steht. Liebe Gott, das Höchste, alle Ewigkeiten überdauernde, lebendige Ideal aller lichtester Vollkommenheit, über alles und deinen Artnächsten als sein Abbild wie dich selbst. Je vollkommener und göttlicher aber die Vereinigung zweier arierischer Menschen infolge edelster und heiligster Atminne erfolgt, umso erhabener, auserlesender und schöner an Leib und Seele sind auch die Kinder. Diese Minne allein ist wesensgleich mit der Keuschheit im Sinne der alten Ario-Mystiker, des Goten Helden Ulfilas und des Templeisen Wolfram von Eschenbach, wie der Riesengeist des Aman Jörg Lanz von Liebenfels es den letzten Nachkommen aus altem Götterblut nachweist und in eherner Sprache aufs Neue als befreiende Botschaft den Kinder des Sonnenlichtes verkündet. Keuschheit im zelotischen, orthodoxen, verlogen dogmatischen Sinne ist eine widernatürliche Albernheit. Auch unter Ehebruch wurde ausschließlich und wesentlich der im tiefsten Grunde widernatürliche Geschlechtsverkehr mit Wesen niederer Art, Gattung und Rasse verstanden. Die furchtbare Versuchung aber, die den Weg durch das 6. Perlentor unsicher macht und gefährdet, die eigentliche geistige Grundursache unserer gegenwärtigen Todesnot, die indes restlos verstanden werden muss, ist die verderbliche Neigung unter bestimmten seelischen Reizwirkungen dem gottgewollten Ziel der Vollendung irdischer Schöpfung durch deren Verklärung untreu zu werden und dadurch den Mächten des Verfalles, des Todes, den Dämonen der Unterwelt, den Schwarzalberichen die Möglichkeit zu schaffen, im widergöttlichen Sinne sich zu betätigen. Der fast völlig mit Chandala-Blut verbastardierte sogenannte deutsche Adel in seiner erbarmungswürdigen Unfähigkeit zu jeder wie auch immer gearteten Führung im arierischen Sinne spricht wie eine erschütternde Warnung zu uns. Ihm ist das Königswort, ich dien, in seinem göttlich-heiligen Wesen ebenso unbekannt und fremd, wie einem mittelafrikanischen Negerstamm das geistige Wesen Schillers, Kleist, Wagners oder Shakespeares. Das höchste Glück jedes Einzelnen, das in Siegvaters Herzen lebt, ist nur möglich im Dienste eben dieses göttlichen Weltwillens, der sich erfüllen wird, weil er sich erfüllen muss, trotz aller unterirdischer Dämonen in Menschengestalt. Der Dienst in diesem Gottessinne führt allein zur edelsten und völligen wahren Freiheit, außerhalb dieses tätigen und freudigen Dienstes zum höchsten und erlösenden Heile aller, gibt es also keine wahre Freiheit, denn außerhalb göttlichen lichten Lebenswillens gibt es nur Not, Versklavung des göttlichen Räuschen, Sterben und Tod alles Edlen und Ketten, die unzerreißbarer sind als der beste Stahl. Um Siegvaters Vollendungswillen aber zur Grundlage aller irdischer Betätigung zu machen, muss der echte Templeisenritter unbarmherzig den Weizen von der Spreu zu unterscheiden lernen, damit er in dem ewig währenden Kampfe des Lichtes mit der Finsternis, mit aller ihm vom Vater des Lebens verliehenen Kraft, geistig und körperlich gegen die Mächte des Abgrundes und deren Kreaturen auf das Herzhafteste vom Leder ziehen kann. Dienen. Der 6. Ort der Nativität gibt Aufschluss über die Fähigkeit des Menschen zum wahren und echten Dienen. Wer das infolge seiner Unvollkommenheit nicht kann oder will,
der wird auch einmal irgendwo und irgendwann aufgrund seiner Selbstsucht zu spüren bekommen, wie äußerer Schicksalszwang ihn zum Zwangsdienst zwingt. Dienen. Wir sehen in die Herzkammern des Lebens, die uns nur ein Dichter vom Range Kleist oder Shakespeares offenbaren konnte, wenn die Kundry in Richard Wagners Parsival ihrem alten tiermenschlichen Berufe seelenlosester und schandalischer Buhlerei abstirbt und der heiligsten Erlösung durch den König der Gralsrunde Parsival gewürdigt wird, im Augenblicke tiefster und innerster Erschütterung nur noch in die Worte ausbrechen kann: Dienen. Dienen. Ohne diesen göttlichen, sittlichen, heroischen Dienst ist kein wirkliches Leben, keine echte Wonne und Weisheit, keine herzbeschwingende Glückseligkeit denkbar. Dienen im heldischen und göttlichen Sinne ist unaufhörlicher Tätigkeitsdrang und Betätigungswillen, um himmlische Schönheit und glückseligste Wonne als Folge des Vervollkommnungswillens des Besserwerdens zu spenden. Das ist jene heilige Willenskraft, die den Menschen immer besser und damit auch immer Gott ähnlicher macht. Diese innere Vollendung des Herzens und die daraus sich ergebende Erleuchtung des Verstandes, Merkur, Jungfrau, ist die Zauber- oder Sprengwurzel, die eine Tiefe des Himmels nach der anderen gleich den innersten Blättern der geheimnisvollen Rose allein erschließen kann. Ein solcher Dienst ist auch die Voraussetzung zu einer glücklichen und gedeihlichen Weiterentwicklung nach der Ablegung des irdischen Körpers. Nicht umsonst gibt der sechste Ort der Nativität und das entsprechende Zeichen Jungfrau als Anzeiger der Reife Aufschluss über die tätige magische Kraft eines Menschen, wie auch über dessen magische Beeinflussbarkeit. Das so oft genannte Sonnengeflecht unterliegt nicht umsonst denselben äußeren kosmischen Einflüssen. Das sechste Tor des Sehers Johannes ist daher sinndeutlich für das freudigste Geben aus erleuchtetem Herzen. Dieses Geben ist gleichbedeutend mit dem, was die germanischen Deutschen als Pflicht bezeichnen. Diese Pflicht ist aber im echten Ario-German eins mit innerlichster, gelebter Poesie. Merkur, Jungfrau, Verstand, wird durch Güte, Venus, beseelt. Das besagen die Worte des aus genialen Neidhardt Grafen von Gneisenau. Religion, Gebet, Liebe zum Regenten, zum Vaterlande, zur Tugend sind nichts anderes als Poesie. Keine Herzenserhebung ohne sie. Wer nur nach kalten Berechnungen seine Handlung regelt, wird ein starrer Egoist. Auf Poesie ist die Sicherheit der Throne gegründet. Diese wundervollen Worte stempeln den Sprecher zu einem der allerbewusstesten arioheroischen Helden der Kriegsgeschichte. Das ist jener arioheroische Preußengeist, der nichts mit der poesielosen, stupiden, mongoloiden und herz- und saftlosen sogenannten Pflichterfüllung zu tun hat, welch letztere man richtiger und treffender mit niederrassigem und mongoloidem Bürokratismus bezeichnet. Das nur nebenbei. Der Licht, Freude und Schönheit verbreitende Dienst in Erfüllung des heiligsten Gottesdienstes aber ist schlechterdings unendlich. Denn unendlich wie das Weltall sind auch die Möglichkeiten, allen im Stoffe befindlichen Wesen zu helfen, auf jenem Wege, der gleichbedeutend ist mit der immer mehr in Erscheinung tretenden Entwicklung zu Siegvater und daher auch mit immer lichterer Schönheit und der dieser entsprechenden Glückseligkeit. Wer hier sehr sparsam war mit dem Spenden innerer Güte, dem Artnächsten und dem sich nach Licht und Reinheit sehenden gegenüber, aber nur diesen gegenüber, der wird auch nach der Ablegung seines irdischen Körpers feststellen müssen, dass die Speicher seines geistigen Seins nur sehr kärglich gefüllt sind. Und er wird infolgedessen das nächste Mal als ein Mensch wiedergeboren, der geistig noch schwächer, blinder und unschöpferischer, seelisch noch niedriger und unzufriedener, selbstsüchtiger und kleiner ist als das letzte Mal, so dass noch schwerere Reinigungsmittel des Schicksals in Frage kommen, in Gestalt von außergewöhnlich harten Schicksalsschlägen. Werkzeugen der Finsternis gegenüber musst du,
solange sie sich nicht der Führung durch die arierischen, rassenbewussten, das heißt idealistischen Menschen unterordnen wollen, hart sein können. Die Güte wird niemanden aufgedrängt. Perlen sind nichts für die Säue. Es ist lauterste Wahrheit, wenn der Seher Lorbeer in seinem großen Johannesevangelium schreibt: Dienen heißt demnach das große Losungswort in allen Reichen der Unendlichkeit, in dem großen Reiche der Natur, wie in den endlosen Reichen der Geister. Dienen ist auch das wärmste und freudigste Verantwortungsgefühl für die innere und äußere Vervollkommnung von Mensch, Tier und Pflanze durch Hochzucht, Reinheit und wahre Güte. Der Niederrassige, der Unedle und Schandale will aber um keinen Preis dienen. Er will vielmehr im Gegenteil sich um seiner selbst willen von anderen ausschließlich Edleren dienen lassen, wie es die tschandalische Finanzkleptokratie, ja dem noch nicht völlig Blinden und Verblödeten, mit aller nur wünschenswerten Deutlichkeit zu Gemüte führt. Diese Knechtsnaturen und geborenen Sklaven dienen nur dann, wenn sie die Wachsamkeit des ihnen Überlegenden allmählich und sicher einschläfern wollen, um ihn dann umso sicherer in den Abgrund zu stürzen. Man denke nur an die Vertreter der verschiedenen Dynastien des ehemaligen Deutschen Reiches im Jahre des Ischariotenverrates und Fluches 1918, als der Umsturz an die Tore pochte. Unter der Maske tiefster Besorgtheit um das Wohl der Fürsten und in zweiter Linie der Völker integrierten die Tschandalen gegen unbequeme Warner bei den artbewusstlosen Fürsten und Königen, wie die Entlassung des eisernen Kanzlers, des Großadmirals Tirpitz und des ersten Generals, Quartiermeisters und Feldherrngenies Erich Ludendorff zu Genüge bewiesen, und weil das Volk für seine großen Feigerweise nicht mit allem Nachdruck einzutreten wagte, wurde es von der Gerechtigkeit des Weltenlenkers eben in voller Schwere zur Verantwortung gezogen. Der Reichskanzlertyp wurde bis auf den heutigen Tag immer schandalischer, und die byzantinischen Schmeichlein puppten sich plötzlich als die Interessenten an dem Volks-, Landes- und Kriegsverrat und der hündischen Verschacherung deutscher einstiger Herrlichkeit. Aber was nutzt alle Erkenntnis vom Wert des einzig ritterlichen und heldenhaft göttlichen Dienens, wenn die praktische Nutzanwendung für das Alltagsleben unterlassen wird? Der Mensch, bei dem diese Kluft zwischen Erkennen und Tun vorhanden ist, gleicht jenem Narren, der bisher in sehr drückenden und ärmlichen Verhältnissen gelebt hat, dann eines Tages eine große Erbschaft an barem Gelde macht, es aber aus alter Gewohnheit nicht über sein Herz bringt, das neue Geld vernünftig für seine Person und zum Heile seiner Umgebung anzuwenden, sondern lieber ruhig weiter in dem alten Unrat und der alten Armut vegetiert. Wem kann ein solcher Tor in seiner Lage Vorwürfe machen? Lichterfülltes Dienen im Sinne gottgewollter Artordnung. Das ist der Weizen, der bewusste arierische Mensch, der Amane, den Christus Frau Yarahari meint. Und der Feind, der das Unkraut sät, das ist der aller Kulturfesseln los und ledig gewordene Chandala, als Werkzeug dämonisch zerstörerischer Mächte. Jener Schwarzalberich, der die Schönheit und Vollkommenheit der göttlichen Schöpfung durch seine seelenlose Brust oder Brunst schändet und verzerrt. Die Schnitter der Ernte aber sind die Künder höchster Weisheit im Sinne der heiligen Artordnung, der Rita. Sie sind die wahren Künder und Skalden des göttlichen germanischen Freiheits- und Zukunftswillens, wie jene Erlauchten, die im Verlaufe dieser Arbeit bereits öfter genannt wurden. Der sechste Ort enthält schließlich auch noch das Verhältnis des Menschen zu allen ihm anvertrauten oder untergeordneten Wesen, also auch zu den Tieren. Es ist bezeichnend, dass nur der Vorgesetzte auf die Treue seiner Untergebenen zu rechnen vermag, der ihn selber die Treue hält. Ein Musterbeispiel war der alte Kaiser Wilhelm I. Er schützte seine Diener, auch in Fällen sittlicher Ungeschicklichkeit. Auch dann, wenn es nach außen hin zweckmäßiger schien, sie zu entlassen, und konnte infolgedessen auch auf die bedingungslose Hingabe seiner Diener ebenfalls in Fällen rechnen,
in denen diese zu ihrem persönlichen Vorteil sich hätten anders verhalten können. Mit diesem Einfluss steht auch das Verhalten edlerer Haustiere wie der Pferde und Hunde in Verbindung. Es dürfte bekannt sein, dass gerade diese Tiere außerordentlich seine Anzeiger jenes inneren Lichtes sind, das in ihren Herren lebt oder fast erstickt ist. Schandalen, also Pharisäer, Selbstsüchtlinge und Geizkragen werden gewöhnlich Hunde haben, die ungewöhnlich bissig sind. Die Rinder sind scheu, wild und gefährlich. Pferde werden Schläger und Beißer durch ein fortwährendes Gefluche, Getobe und Gepeitsche und vieles ähnliche mehr. Es ist keine Laune gewesen, wenn Friedrich der Einzige jeden Menschen sehr misstrauisch ansah, den seine Windspiele nicht mochten. Und wenn der große Kanzler sich ebenso denen gegenüber verhielt, die seine Dogge nicht vertragen konnte. Nicht umsonst sind die reinsten arierischen Völker und Menschen jene, denen Tierquälerei in jeder Beziehung fremd und verhasst ist. Bei meinen Reisen in das Ausland, das war vor dem Weltkrieg, lernte ich einen Menschen im Baltikum kennen, der die Fähigkeit besaß, ganze Scharen von Singvögeln durch ein dreimaliges Händeklatschen an sich zu ziehen, die sich ihm auf die Schultern, Arme und Brust setzten. Der Mann war ein Russe, der aber seinem Aussehen nach eher für einen Skandinavier als für einen mongoloiden Tataren gehalten wurde, was eigentlich selbstverständlich ist. Er war eine unbeschreiblich gütige Natur. Die vergeistigte Seele solcher heroischen, idealistischen Wesen verbreitet um sich fühlbar für alles Lebende einen Ring von Vertrauen, Glauben, Erkennen, artreiner Minne und glückhafter Tatkraft. Daher kann man aus der Umgebung eines Menschen, ob Mensch oder Tier, tiefe und richtige Rückschlüsse auf den Besitzer selber ziehen, wenngleich auch hier einige sehr seltene Ausnahmen möglich sind. Im Felde lernte ich einen Kameraden kennen, der sein Leben der Aufopferung eines von ihm selber aufgezogenen Silberlöwen in einer sehr gefährlichen Lage bei einem Banditenüberfall in Südamerika verdankte. Das Tier bewegte sich völlig frei im Hause und legte bei Anruf seinem Herrn schnurrend die Tatzen auf die Schulter. Immer unvergesslich bleibt mir meine brave, treue hannoverische Stute aus dem Weltkrieg, von der ich mich sehr schweren Herzens trennen musste. Der Ausspruch Friedrichs des Großen besteht völlig zu Recht, dass die Dankbarkeit und treue Anhänglichkeit edlerer Tiere den Undank minderwertiger Menschen vergessen lassen. Das war das Wort eines germanischen Volkskönigs im höchsten Sinne, und es mag daher daran erinnert werden, dass die Tiere nach dem heiligsten Volksrecht der Feme ebenso dem ordentlichen Richterspruch unterstanden wie jeder andere. Gerichtliche Urkunden, deren eine der Altmeister Guido von List in seiner Rita der Ario-Germanen erwähnt, Überlieferung, Volksfragen und Märchen, kennen dafür eine ganze Reihe von Beispielen. In der Umgebung wahrhafter germanischer Idealisten muss alles Schlechte und Gemeine unbarmherzig an das Tageslicht kommen und die ganze seelische Vergiftung und Verschmutzung des verjüdelten Chandala wird dabei völlig offenbar. Aus diesem Grunde allein kann der echte arierische Mensch auch in scheinbar verzweifelten Fällen das seelische und das äußere Heilmittel angeben. Es ist auch von einer unbeschreiblichen Bedeutsamkeit, dass die Fähigkeit zum wahren Dienen im Sinne der vom Christus Frauja Arahari geoffenbarten Artordnung sich aus dem mehr oder weniger vollkommenen Gesundheitszustande und der Heilkraft eines Menschen erkennen lässt. Daher auch die ursprüngliche Gesundheit des arierischen Menschen, soweit er artbewusst in einer ihm und seinen Anlagen entgegenkommenden Umgebung lebt. Ein solcher werdender Gottmensch sieht eben mehr als wir, auch wenn es keine Messgeräte zur Feststellung derartiger Tatsachen gibt oder geben sollte. Nichts frommt dem Einzelnen fruchtlose Erkenntnis ohne Tat, denn wir sind nicht zu einer professoralen Erkenntnis geboren, sondern zur Tätigkeit. Darum ist die Erde der Kampfplatz, über den der Weg nach Valhall, nach höchster artreiner Minne und somit zur allerseligsten Vereinigung und Vollkommenheit führt. Die Welt des Stoffes ist jene Ebene, in der alle verdichtete Starrheit von einem Strahl unsterblicher Schönheit und Anmut
durchleuchtet und verklärt werden soll. Das allein ist erst die wahre Reinheit. Dieser in der stofflich übertragenen Erkenntnis Gottes verdanken wir die Hochzucht auf allen Gebieten, im Pflanzen-, Tier- und Menschenreich, wenn schon auf das Letzte bisher entweder aus Bosheit oder Dummheit gar kein Wert gelegt wurde. Daher ist die Ahre heroische Rasse, wie es der königliche Amane Lanz von Liebenfels verkündet, das Ergebnis einer bewussten Auslese, einer priesterlichen Zucht. Aus diesem Grunde haben wir es hier mit jener heiligen Ebene zu tun, in die der Eingeweihte lang verflossener Zeiten die Weltesche Yggdrasil in traumschöner Märchenwirklichkeit erkannte. Darüber kündet die Edda Folgendes. Diese Esche, Sinnbild der Hochzucht des Irdischen, nicht der Verbastardierung, ist aller Bäume größter und bester. Ihre Äste breiten sich um die ganze Welt und ragen über den Himmel hinaus. Drei Wurzeln halten den Baum aufrecht und erstrecken sich überaus in die Breite. Die eine zu den Asen, die andere zu den Tursen, Eisriesen, sinnbildlich für höchste geistige Blindheit und daher Selbstsucht. Wo vorher das gähnende Nichts klaffte, die dritte aber ragte über Nibelheim hin. Unter dieser Wurzel liegt der Springkessel, der Neidwurm, Niedrighocker, das ist artbewusstlose Lebensführung, Vermischung, Niedertracht. Er benagt sie von unten. Unter der zweiten Wurzel aber, die zu den Eisriesen reicht, steht ein Bronnen, Mimirs Bronnen, darin alle Weisheit und die schönste oder die höchste Vernunft enthalten sind. Erfahrung und Kämpfe in der irdischen Welt, um sich und in sich mit den niederirdischen Mächten führt erst zur Weisheit der Himmel. Daher heißt Mimir auch, aber auch ich selbst, und ist sinndeutlich für die Erberinnerung. Er ist der Besitzer dieses Bronnens. Einst fuhr Allvater zu Mimir, das heißt zu sich selbst, und verlangte einen Trunk aus dem Bronnen der höchsten Erinnerung. Der konnte ihm aber erst gewährt werden, als er sein eines Auge zum Pfand gab, den seelischen Wunsch nach rein irdisch-persönlichen Gütern ausschließlich, so wie es heißt in dem Liede von der Seherin Weissagung. Was wollte er fragen? Was wollte er erforschen? Ich weiß, wie sein Auge Wotan verlor. Mit goldenem Schmucke beschenkt er die Wala, der Herrgott für Spendung enthüllender Sprüche. Denn wissend gewahrte sie weit alle Welt. Wer kennt nicht die Quelle des kundigen Mimir? Und Mimir trinkt nun allmorgendlich Met aus Walvaters Pfande. Wisst ihr davon? Der Weg durch das sechste Tor kommt für jene in Betracht, die in erster Linie den Weg der Prüfungen, Entscheidungen und der Sonderung gegangen sind. Für alle also, die in allem praktischen Wirken das Gute und Fördernde vom Schlechten, Starren und Hemmenden untrüglich zu trennen, verstehen. Die Reife ist der Vorbote der Trennung des Geistes vom körperlichen Leib. Körperloser Geist aber wäre in der Tat gleichbedeutend mit nichts. Aus diesem Grunde nimmt Wotan die leiblosen Seelen nach Valhall und Freya die seelenlosen Körper nach Folkwang, wie es uns die germanische Edda überliefert. Eine neue Vereinigung, Wiedervereinigung, Wiedergeburt findet erst bei der Wiedervermählung des Asenfürsten mit der lieblichsten Asenkönigin statt, also dann, wenn die leiblosen Seelen sich aufs Neue mit den seelenlosen Körpern vereinigen. Geistig-körperliches Werden drängt zur Verkörperung in dieser und jener Welt. Wer unter Vermeidung des Bösen und Hemmenden in jeder Form nur im Sinne frohsten Lebens tätig ist, kann ja auch nur Leben heil erzeugen. Nur der reine Tor, der Sonnenmensch oder Rechenkunststückchen, kann den unmittelbaren Einfluss göttlicher Lebenskräfte nicht nur spüren, sondern auch bewusst in sich aufnehmen. So wird der Are heroische Mensch zum Vielheilzeugenden. Früchte im seligsten geistigen Sinne bringt daher nur der artreine Angehörige dieser Rasse. Das dem sechsten Tor entsprechende Himmelszeichen Jungfrau birgt aber neben der Warnung zu unbedingter Reinheit im rassenmystischen, nicht schandalisch-asketischen Sinn
auch noch eine tiefe Lebensrune, die Zeugungsrune für das empfangende Zeugen, also für die Mutter arierischen Blutes. Wie es der schon einige Male erwähnte Philipp Stauf so wunderbar in den Worten seiner geistig-seelischen Welt ausdrückt. Lichtelfe, wie strahlendes Sonnenlicht, so glänzt dein goldenes Haar. Lichtelfe, wie zwei Vergissmeinnicht, so leuchtet dein Augenpaar. Lichtelfe des Himmels Reinheit lockt, auch den Schwarzalbenmann. Lichtelfe, sein Herz bleibt doch verstockt, hält er dich in seinem Bann. Lichtelfe, sein Geist ist nicht betaut, aus ewigem Wonnekreis. Lichtelfe, bist du Schwarzalbenbraut, dein Haar wird vor Kummer weiß. Die Reinheit in deinen Augen flieht, das Glück weicht aus deiner Brust. Der Albe, der dich da niederzieht, gewahrt es mit innerer Lust. Du sehnst dich herauf ins lichte Sein, wenn Frickers Weiher zum Tanz versammelt die stillen, seligen Reihen der leuchtenden Schwestern Kranz. Verzweifelnd wirst du da um dich schauen, das Herz voll düsterer Glut, und deine Kinder, du siehst mit Grauen, sie werden Schwarzalbenbrut. Lichtelfe, du trau dem Alben nicht, er schleppt dich in Not und Gefahr. Wie leuchten die Augen dir froh und licht, wie glänzt dein goldenes Haar. Lichtelfe, zur Sonne strebt dein Geist, von Huld und Wonne betaut. Lichtelfe, was dir auch der Albe verheißt, du werde nicht seine Braut. Die geradezu unüberbietbare Kultur- und Rassenschande unseres von humanitärem Phrasenschwulst umnebelten Zeitalters ist der von den kabbalistischen jüdischen Berliner Polizeipräsidenten offenbar gegen besseres Wissen abgeleugnete Mädchenhandel. Diese schandalische Schurkerei würde unmöglich so viel Unheil anrichten können, wenn die ansehende weibliche Jugend streng im artrein ariosophisch-germanischen Sinne erzogen würde. Dadurch allein würde sie schon die körperliche Gegenwart der Tschandalen und Niederrassen als entehrende und verunreinigende Tatsache empfinden lernen. In Paris hat nach dem Fränkischen Kurier vom 1. November 1927 der Mädchenhändler Eloy Caron, der in Wirklichkeit Elias Aaron heißt, bereits 4000, in Worten 4000, selbstverständlich nicht hebräische Mädchen verschleppt und verschachert. Auch an diesem einen Beispiel kann man erkennen, wo der dunkle Unhold, der Teufel und Satan, der alten Ario-Mystiker, zu suchen ist. Auch die Edda weist auf jenes Heiligtum hin, dem alles edle irdische Leben in seiner Mannigfaltigkeit und Vielgestaltigkeit entspricht. Brausheim, das sechste Gebäude, ist der Sitz des übergewaltigen Joten. Dort wohnt nun schade die schöne Braut, des Nord in der Feste des Vaters. Schwedisch und Englisch Sex, Geschlecht. Ist es für den Ariosophen nicht einfach erschütternd, dass die ritergemäße Atmine, deren Versinnbildung hier schade ist, als die Braut des Asen Nord oder Njörd bezeichnet wird, der als erster die äußere irdische Ordnung in den wahren Gottesdienst brachte? Dass hier die Zeugung des Gottmenschen seelisch und körperlich als Gottesdienst in edelster und beglückendster Art gepredigt wurde? Diese Zeugung bedeutet allein die Vergottung und Veredelung der nach uns kommenden Geschlechter. Das sechste Tor der himmlischen Stadt und die sechste Sonnenburg entsprechen jener Stufe des Entwicklungsgesetzes, die der Altmeister Guido von List bezeichnet als das Gesetz, nach dem die Kraft wirkt im Verhältnis zwischen Kraft und Tat, als Macht oder Magie. Reinheit im Sinne ariereuscher Sittlichkeit, nicht schmutziger tschandalischer Askese, ist die Voraussetzung jeder bewussten Vervollkommnung und damit auch jedes bewussten und echten Glückes. In der Scheidung des Guten und Vollkommenen vom Bösen, Hässlichen und somit nicht vervollkommnungsfähigen liegt die sittliche Aufgabe derer, die durch das sechste Tor in die goldleuchtenden Gefilde der himmlischen Stadt, des ewigen Asgard, gelangen wollen. Wir sind ebenso wenig dazu da, wie der Gotenstern, der Heiland der Helden, einen flaumweichen Allmenschenheitsfrieden zu bringen. Unser Wirken gilt allein der gottbeseelten Edeltraube.
durchsichtig, klares, goldbraun, leuchtet über diesen Wege der heiligen Herfahrt. Wer im Sinne höchster Weisheit höher baut und dadurch jene, die eines guten Willens sind, in das Lebensmeer unsterblicher Freude taucht, nur der allein ist der rechte Diener und Jünger Siegvaters. Fortsetzung folgt. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, kannst du es gerne hierüber tun. Vielen Dank.